Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer neuen OMSI-Folge. Schön, dass du wieder da bist. Letzte Woche hatten wir ein bisschen OMSI-Pause, da hatten wir mal wieder noch ein paar andere Projekte, die wir natürlich hier noch haben. Jetzt geht's aber spontan wieder voll los, denn ja, am Freitag ist natürlich die nächste Leitstellenfahrt und dementsprechend haben wir auch schon unser Motto ausgewählt. Und zwar handelt es sich hier nämlich um Oldtimer-Fahrzeuge. Das bedeutet, wir starten hier oder wir spielen auf einer richtig schönen nostalgischen Karte, fahren hier mit nostalgischen Fahrzeugen und dementsprechend fangen wir heute mit dem O405 an. Und in den nächsten Folgen werde ich natürlich hier immer noch so das ein oder andere Fahrzeug hier natürlich noch zeigen, präsentieren. Das sind dann die Fahrzeuge, die wir dann natürlich in der Leitstellenfahrt benutzen könnt, ja. Wir haben natürlich noch, es gibt natürlich noch zig weitere Fahrzeuge, die ihr natürlich benutzen könnt. Aber damit man schon mal zumindest schon mal so eine kleine Auswahl hat, alle Fahrzeuge bis Baujahr 2000 sind erlaubt. Und von daher, ja, sind wir heute mal auf der Karte Waldhofen unterwegs und werden hier mal so, ja, die Leute hier mal wieder ein bisschen unsicher machen. Starten am Schloss Salthammer und ja, dementsprechend würde ich sagen, los geht's, wir steigen ein, gucken uns das Fahrzeug natürlich nochmal ein bisschen genauer an. Das ist natürlich der Citybus O405, ist ein Payware-Addon, ne, den könnt ihr natürlich so kaufen auf Steam, ich glaube irgendwie 10 Euro, 15 Euro so in dem Dreh kostet das Ganze. Bei unserem Partner Games Planet könnt ihr natürlich noch ein paar Prozent sparen, ne, also wenn ihr da mal ja, den haben möchtet, ich packe euch den Link unten natürlich in die Videobeschreibung mit rein, spart da nochmal ein bisschen und ihr unterstützt unseren Kanal damit. Und sonst, ja, ist es ein absolutes gutes Fahrzeug, weil das ist ein Fahrzeug, was man noch während der Fahrt natürlich auch noch ein bisschen modden kann. Ne, ihr seht, man kann ja auch so ein bisschen noch rumspielen. Ne? Oh, ja, cool. Also das hat schon was, ja. Wenn wir mal so ein bisschen reingehen, ach, das ist so richtig schön nostalgischer Flair hier. Ja, wie das Fahrzeug noch so aussehen, großartig. Also in Zeiten von, ja, E-Bussen und sowas, wo du eigentlich gar nichts mehr hörst, ne, ist das hier das absolute Gegenteil davon, ja. Hier ist nichts mit emissionsfrei und hast du nicht gesehen, hier wird das alles rausgeprügelt bis zum geht nicht mehr. Gut, ich würde sagen, los geht's. Wir springen mal ein bisschen rein. Ihr seht auch, ist natürlich alles wieder mit dabei, Track AR und so, ne? Ich kriege auch immer wieder die Frage, ja, würdest du Track AR empfehlen? Absolut ohne geht gar nicht mehr. Ja, also definitiv. Ne? So, 595 01, bitte. Am Padbergschleife? No. Das sind wir natürlich nicht. Linienwechsel. 595 0002 sind wir denn. Genau, Schloss Salthammer. Und ja, dementsprechend, da ist unsere Starthaltestelle. Nochmal ein bisschen Fenster auf. Ist ein bisschen miefig hier drin. Ja, liegt natürlich an dem alten Fahrzeug. Ah, schön. So. Es ist natürlich auch schon wieder 17.43 Uhr, die Sonne geht unter. Waldhofen, eine absolut schöne Karte, hatten wir boah, auch schon vor Ewigkeiten mal als Leitstellenfahrt. Ich glaube aber noch ohne BBS. Das ist noch eine richtig angenehme Karte. So. Okay. Die Leute wollen natürlich hier nicht hier irgendwo gegenlaufen oder sowas. So. Und dann werden wir mal jetzt drehen. Ja, also wie gesagt, Karte gehen wir natürlich kurz vorher bekannt. Ne? Es kann aber, kann ich jetzt schon sagen, wirklich jeder mitspielen. Also es gibt nicht die Ausrede, ich habe die Karte nicht. Es kann wirklich jeder mitmachen. Und je mehr, desto besser. Ne? Lasst uns hier unsere Motto feiern. Jetzt mal so ein bisschen beginnen hier. Hätten wir schon viel, viel früher machen sollen. Oh, ich sehe gerade, wir hätten ja auch hier umschildern müssen. So. Fünf. Und Zielcode war 25.
guck mal, was hat überhaupt. Weiß ich gar nicht. Gar nicht, aber das hat. Das war aber schon mal falsch. Ja, jetzt haben wir natürlich keine Rollballtextur. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Ja, 25 hat er jetzt uns geschildert. Ha. Hier muss 595. Und hier muss die 25 hin. Ja, gibt leider hier keine Textur für den Bus hier. Ist natürlich ein bisschen schade. Und warum macht er jetzt hier die 9 nicht? Interessant, ist kaputt. Alles kaputt hier in dem Bus. 595. Ah ja. Das Ding wurde gemacht, um mich fertig zu machen. 5. Haben wir jetzt noch 2 Minuten, passt noch. Also falls muss ich das halt hier drüber leider steuern. Geht nicht anders. Machen wir es einfach. 595. Ja, der macht die, weder die 9, noch schreibt er mir hier hin, dass wir hier hin müssen. Gut, aber soll uns jetzt nicht jetzt stören groß. Was ist denn jetzt los? Bitte fahre jetzt ab. Jetzt ist hier Bremse drin, genau. Ah ja. Hä? Wir sind da jetzt gerade hergefahren. Ach ja. Sollte auch alle Türen zu machen. Das wäre tatsächlich ein guter Ratschlag an mich selbst. Bisschen steil runter. Da fehlen hier die Rollbandanzeigen. Das ist natürlich ärgerlich.
Bleib doch einfach da stehen, Keule. Okay? So. Hallo. Gut, dann können wir jetzt endlich mal losfahren hier. Nächste Haltestelle, Schloss Parkplatz. Nächste Haltestelle, Zuschlag. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Wie gesagt, da hätte man wirklich mal jetzt gucken müssen. Aber weder Tettau wollte auch nicht. Also, ich weiß nicht, vielleicht liegt es jetzt am Bus oder sowas. Aber wie gesagt, jetzt, dass er jetzt die Räuber jetzt nicht anzeigt, weißt du, dass man die Textur halt einfügen muss und so, ne? Aber. Geht ja Gott sei Dank auch ohne. Gott sei Dank. Normalerweise würde ich jetzt hier vorne so ein Schild reinstellen, so, weißt du? An der Scheibe, dann passt das. Müssen wir schon wieder sputen hier. Wenn ich hier mit 50 rumfahren würde, dann würden die hier alle meckern, bis zum, weiß ich nicht. Ah, Waldhofen ist wirklich eine schöne Karte. Komischerweise existiert die im Leitstellen-Simulator nicht. Ja? Also die Karte, die kannst du in der Leitstellen-Simulator nicht auswählen. Da wollten wir übrigens mal nachfragen bei PDP-Software, warum das nicht so der Fall ist. Muss ja irgendeinen Grund haben. Du kannst ja sonst jede Karte auswählen. Waldhofen ist nicht dabei. Sehr mysteriös. Ach, Manfred will wieder mit. Habe ich jetzt letztens ein Video gesehen. Das war gut gewesen. Hat hier jemand den Manfred vorgestellt. Das Video ist schon ein bisschen älter. Aber tatsächlich war das ziemlich gut gewesen. Hobbys von Manfred. Sich verstecken. Meckern. Ja. Nächste Haltestelle, Albringhausen, alter Bahnhof. Aber es funktioniert sogar mit Anzeigen. Yes. Also außer, dass die Matrix halt nicht funktioniert. Also die Zielanzeige. Läuft doch hier eigentlich alles. So, das ist der alte Bahnhof.
So, wunderschön, 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 wunderschön. Nächste Haltestelle am Knepper. Ding dong. So, wunderschön. Nächste Haltestelle, Garnfeld. Oh Gottes Willen. Das ist diese Strecke, die ich damals nämlich in der Leitstelle gefahren bin hier. Ich habe sie verflucht. Weil das so extrem eng ist. So, dann kommen hier keine Autos von vorne, oder? Das ist eine Einbahnstraße jetzt hier. Guten Tag. Ich bin wahrscheinlich gewonnen. Ja, Manfred wieder am Tuttern. Nächste Haltestelle, Kepenkerl. Achtung, Fußgänger! Wundervoll! Schon wieder Kollision aus. Warum denn das schon wieder? Aber Gott sei Dank, weil der wäre uns jetzt voll reingerauscht und wir hätten Schuld gehabt. Passt. Glück im Unglück, kann man hier sagen. Oh, ich weiß ja, wie ich hier damals ausgeflippt bin. Ich weiß es noch. Keiner raus. Okay. Ich habe erst überlegt, den Gelenkbus zu nehmen. Ach, Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht. Nächste Haltestelle, Klappmütze. Klappmütze. Ich wollte gerade sagen, wird es jetzt hier nicht rennen, oder? Das wäre jetzt nämlich dann ordentlich schief gegangen, wenn der jetzt hier auch noch reingewollt hätte. Ja, aber ihr seht's, ne? Also, das ist Waldhofen. Das ist original die Linie, die ich gefahren bin. Ah, wiedergefunden. Abgespeichert. Die Linie fahre ich nicht mehr. Nächste Haltestelle am Bergschleife.
Ah, schön, schön, schön. Aber der U530, also U530, oh Gott, das wird U405, ja. Ihr seht selber, ne, fährt sich sehr angenehm. Und da haben wir auch noch so ein kleines Büchlein drin, das kann ich auch gleich nochmal zeigen. Wo ihr zum Beispiel die Kasse noch anpassen könnt, ihr könnt die Türen hier noch verändern, ja, das ist halt alles während der Fahrt. Also so wie ihr zum Beispiel hinfahrt, müsst ihr gar nicht zurückfahren, weil da könnt ihr euch schon wieder sonstige Settings einstellen. Und das tatsächlich hätte ich mir so ein bisschen gewünscht von Studios Polygonbussen, ja, wo man ja auch diese Busse so extrem nochmal zusätzlich modden kann. Ja, dass man hier praktisch irgendwie eine Lösung gefunden hätte, das in-game zu machen. Ja. Ich glaube, das wäre deutlich, deutlich cooler gekommen, als halt ständig hier mal irgendwelche Dateien ja anpassen zu müssen. Ich meine, das macht der Malte für mich, ja. Also an der Stelle nochmal die Grüße gehen raus, ne. Aber wie gesagt, hier kannst du es halt während der Fahrt machen und das finde ich echt vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, das erste Mal gesehen in der MRN-Stadtbus-Familie. Bis ich das rausgefunden hatte übrigens, dass das hier funktioniert, das hat auch Ewigkeiten gedauert. DLC hatte ich gehabt, habe ein Video gemacht gehabt von und fertig war es. Bis dann irgendwer mal im Livestream gesagt hat, hier fahr doch mal den U405. So, ich den U405 ausgeflippt wegen so einer roten Kasse. Du kannst hier nämlich so eine rote Kasse einstellen. Ey. Und dann kam nur ganz trocken, du kannst doch die Kasse wechseln. Mhm. Wie? Man kann die Kasse wechseln. Ja, da ist ein Handbuch. Lies das Handbuch durch. So, das Pattberg-Schleife. Willkommen in Waldhofen. Gucken wir uns einfach mal hier. Sogar passen, weil wir wechseln nämlich auch noch jetzt die Tour. So, und hier unten zum Beispiel, hier haben wir das Buch. Ja, das können wir hier zum Beispiel rausholen. Dann können wir hier zum Beispiel den noch ein paar Kleinigkeiten anpassen. Hier zum Beispiel, das ist die Kasse, ja, die ich super verfluche. Ja, hier diese. Absolut furchtbar. Ja, deswegen großartig, dass die andere Kasse noch dabei ist. Na. So, ne? Könnt ihr zum Beispiel RPM-Toggle, Tachograph hier, können wir alles noch einstellen. Und so weiter und so fort, die Türen. Gucken. Das ist jetzt leider nicht so krasse Veränderung. Ah doch, guck mal da. Ja. Ach so, einmal bist du komplett unten und einmal. Ah, okay, also, ne? Destination Display. Na toll! Na toll! Das sagt er mir jetzt. Großartig. Ja, Destination Display. Ja, siehste. Wieder was dazu gelernt. Wieder was dazu gelernt. So läuft das. So läuft das, Leute. Das ist meine meine Wenigkeit hier. Ja, Leute, alles soll schon gewesen sein. Ja. Das ist, wie gesagt, der U405. Also der ist definitiv in der Leitstellenfahrt mit dabei. Steht bei mir ganz hoch im Kurs. Also, dass wir den auch dann wahrscheinlich fahren werden. Fände ich sehr angenehm. Wir werden uns, wie gesagt, noch weitere Busse jetzt angucken die Woche. Also von daher, vielleicht habt ihr ja noch Ideen. Nutzt unten die Kommentarfunktion. Schreibt es einfach unten mit rein.
Und ja, sonst würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge um sie hier wieder, hoffentlich. Und ja, bedanke mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!